Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Parfümerie Becker Deluxe Adventskalender für 99,99 Euro. Den packen wir gemeinsam aus. Ich werde komplett alle 24 Türchen aufmachen. Wir können reingucken, was da drin ist. Ich bin sehr gespannt. Man konnte nirgendwo sehen, was da ungefähr drin ist. Und wir gucken mal, ob sich 99,99 Euro lohnen für den Kalender. Und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam reinzuschauen, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich jetzt aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, die liebe Claudi packt den auch aus. Und zwar packen wir alle 4 Becker Adventskalender für euch aus. Die sind aus der Parfümerie Becker und die haben dieses Jahr 4 Stück. Die haben einen für Damen, einen für Herren, einen reinen Parfüm Adventskalender und diesen Deluxe Adventskalender. In dem Parfüm Adventskalender könnt ihr einen von mir selbst zusammengestellten Kalender gewinnen. Ich packe so einen Kalender für euch neu und befülle ihn mit allen möglichen Produkten, die ich hier in meinen Schatzkisten habe für euch. Da könnt ihr sehr gerne mitmachen. Schaut auch bei der Claudi vorbei für eine andere Meinung oder eine zweite Meinung gerne. Ich würde sagen, wir packen den jetzt aus und ich rechne euch mal aus. Der kostet 99,99 €. Genau, ich muss hier gerade mal kurz rechnen, ich darf hier nichts vergessen. Ich packe nämlich heute ganz viele Kalender hintereinander aus und dann vergisst man gerne mal was. Geteilt durch 24, 4,17 € pro Türchen, damit ihr wisst. Gell, also das ist jetzt gar nicht mal so wenig, aber müssen wir halt mal gucken, was hier drin ist. Wir starten mit Türchen Nummer 1. Ich verlinke euch die Kalender auch alle in der Infobox unten, da könnt ihr dann gucken. Der ist wiederverwendbar, was ich super finde. Also ich kann alle 4 super gebrauchen und ich finde es total mega. Also es ist ein richtig schönes weihnachtliches Design. Und ja, wir starten hier jetzt einfach mal mit der 1. Ich bin nämlich auch aufgeregt, ich möchte den Kalender schnell auspacken. Hier haben wir so ein Techlein drin von Estée Lauder und 3 Produkte drin. Oh mein Gott, ist das süß. Also wir haben hier einmal die Futurist Aqua Brilliance Water Glow, also einen Primer haben wir hier drin, 15 Milliliter. Dann die Estée Lauder Daywear Tagescreme, 24 Stunden Feuchtigkeit, also in diesem kleinen Täschchen. Und hier ist noch was drin, eingepackt. Ein Pure Color Envy Lip Balm ist hier drin. Das ist aber schön. So ein Lip Balm in so einem Teil. Also ein Lip Balm, ein Primer und eine Tagescreme mit diesem Täschchen hier zusammen von Estée Lauder. Richtig coole Nummer 1, oder? Ich bin gespannt, was sie hier deluxe-mäßig drin haben. Türchen Nummer 2. Also ich weiß, dass ihr auch ganz aufgeregt seid und wissen wollt, was in dem Kalender drin ist. Deshalb beeile ich mich ein bisschen. In der 2 haben wir Shiseido drin, Vital Perfection. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr den Kalender haben wollt oder nicht. 15 Milliliter, das ist eine Uplifting and Firming Cream von einer wirklich guten Marke. Also das ist wirklich schon eine Luxusmarke, Shiseido. Das kauft man sich nicht einfach so. Und da freut man sich schon, wenn man mal so 15 Milliliter hat. So, in der 3 haben wir... Oh, Dermalogica drin. Richtig cool. Da haben wir die Skin Retinol Serum. 3 Milliliter Dermalogica ist super teuer. Also die sind wirklich nicht günstig. Und ja, das ist einfach so ein kleines Serum eben. Ja, Dermalogica ist auch Luxus. Aber die haben wirklich, ich finde, effektive, sehr schöne Hautpflege. So, Türchen Nummer 4. Das ist das größte Türchen im Kalender. Was haben die hier deluxe-mäßig jetzt reingepackt? Nochmal so eine Tasche. Das machen die ja ganz gern von Yves Saint Laurent. Also die Tasche finde ich süß. Das wäre was für meine Minis. Und hier sind auch nochmal mehrere Produkte drin, beziehungsweise 2 Produkte. Einmal die Hypnose von Lancôme. Das ist eine Hypnose, also die Hypnose-Mascara. Und ist das jetzt ein Spiegel? Auf jeden Fall Jean Paul Gaultier ist das, meine ich. Das sind halt so diese Werbedingerchen, die man hat. Und ich würde sagen, das hier ist... ein Spiegel, den kann man dann so aufdrehen. Also ein wunderschöner Spiegel von diesem Divine-Duft. Ne? Da kann man dann gucken. Ich habe hier eine Wimper hängen, das sehe ich jetzt dadurch. Ja, nee, also das finde ich auch ganz hübsch, muss ich sagen. Also einmal das hier und diese kleine schwarze Tasche. Wir hier auch Miniaturen drin haben.
mal gucken. Hier haben wir Advanced Night Repair von Estee Lauder drin. Und zwar 7 Milliliter. Das ist ja auch gar nicht mal so günstig. Und auch in 7 Milliliter ist das auch nicht so günstig. Also auf einen Liter ausgerechnet, das ist so teuer. So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Was denkt ihr? Haben sie hier was Krachermäßiges in den Nikolaus Deluxe-mäßig reingepackt? Zwei Produkte sind hier drin, und zwar Marlies Möller Marine Moisture Conditioner und Marine Moisture Shampoo. Zwei Produkte, das finde ich richtig, richtig toll. Je 30 Milliliter, so für die Haare. Zwei Produkte finde ich super, das finde ich richtig, richtig toll. Die denken sich halt, ne, was will man mit nur einem Shampoo? Die packen halt noch einen Conditioner mit rein. Richtig gut. Richtig gut, und so erwarte ich das halt auch für einen 99-Euro-Kalender. So, die 7. In der 7 haben wir drin Annemarie Berlin Natu Kollagen Boost Gesichtsfluid 5 Milliliter. Auch eine gute Tür, weil ich glaube, das ist auch, also ich bin mir sicher, das ist ein teures Produkt. Ich hatte den Preis irgendwann mal recherchiert und das war nicht günstig. Türchen Nummer 8. Hier haben wir drin zwei Produkte. Okay, hier haben wir einmal Mind Lip Booster Lip Gloss von der Marke Mind. Kenne ich überhaupt nicht, fühlt sich aber total hochwertig an. Guckt mal, wie schön. Ist aus so einem Metall gemacht. Oh, das sieht aber schön aus. Hier ist so ein blaues Zeug drin und oben so ein kühlender Applikator. Werde ich mit Sicherheit mal ausprobieren. Das sieht richtig schick aus für unterwegs. Pflege und erfrischend. Optisch aufhellender Effekt für die Zähne. Ultra Glanzformel. Und von M2 Beauté dieses Eyelash Awakening Serum. Das ist sehr, sehr teuer. 2 Milliliter sind das sogar. Und das hat keine Hormone drin. Das ist ein Lash Serum. Sehr gute Nummer 8. Jetzt kommen wir auch schon zur 9. In der 9 haben wir, oha, hier haben wir auch ein krasses Produkt drin. 40 Milliliter. Das ist Shiseido Ultimoon Power Infusion Handcreme. 40 Milliliter. Das ist not for Sample Sale, aber Gott, 40 Milliliter, das ist mir egal, ob da Sample draufsteht. Die würde ich gerne mal ausprobieren, finde ich richtig schön. Handcreme für mehr Widerstandskraft. Was die Firmen alles so für Samples haben, ich wundere mich manchmal, dass die so, also ich kriege nie so Samples mit. Ich muss aber auch sagen, ich habe hier bei den Kalendern auch von Estee Lauder, war das Estee, von Estee Lauder, ein richtig großes Full-Size-Produkt, so ein Cleanser geschenkt bekommen. So, wir kommen jetzt auch schon zur 10, oder? Ja, die 10 kommt schon. Hier haben wir was Schweres drin, und zwar haben wir hier Honeymoon drin. Das ist ein Crystal Glow Nagellack von der Marke Gardet ist das, 13 Milliliter. Auch schön, auch wirklich schön. Das ist ein sehr edles, tolles Rot, gefällt mir. Türchen Nummer 11, die Fast-Halbzeit. Hier sind zwei Produkte drin. Hier haben sie reingepackt. Also Hugo Boss für Mavi, für Frauen, und The Scent Verhör. Also zwei Düfte für die Dame. Das ist einmal Body Lotion, das sind zweimal Body Lotion, je 50 Milliliter. Guck mal, wo bekommt man denn zweimal? Wo bekommt man zwei Produkte rein? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon, also ich finde es schon gut, muss ich wirklich sagen. So, die 12. Hier wird man überschüttet mit Produkten. In der 12 haben wir von Hermes diesen Ombre de Merveille drin. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Auf jeden Fall ist das eine kleine Duftminiatur, 7,5 Milliliter. Allerdings mag ich den Duft nicht so. Ich finde den jetzt nicht so gut an mir. Ich glaube, es gibt bestimmt einige, die den sehr feiern. Ich finde den nicht so gut, aber das ist süß, oder? Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich meine, das war ein ziemlich edler Duft. Türchen Nummer 13, aber ich mochte den nicht so. 13 hat was richtig Schweres drin, könnte eine Creme sein. Vom Gewicht her Annemarie Berlin, System Absolut, System Anti-Aging, regenerierende Nachtcreme, 15 Milliliter. Das ist cool, das ist richtig gut bei anspruchsvoller Haut. Für Kollagen- und Elastinproduktion sorgt das. Krasse Größe, muss ich sagen. Ist auch Glas, weil es ist sehr schwer, dieses Teil. Ich lasse das mal zu, weil die werde ich wahrscheinlich weitergeben. 14 ist auch wieder richtig schwer. In der 14 ist drin Rituals, genau. Balancing Body Cream, 70 Milliliter von der Ayurveda-Reihe. Richtig toll, oder? Also Rituals, wie gesagt, ich feiere, ich habe es eben schon mal gesagt, ich feiere alles, was so mit Rituals zu tun hat. Ich finde Rituals einfach mega. Ich bin ein Fan, aber das ist halt auch immer urteuer. So, die 15. In der 15 haben wir was Eingepacktes drin. Was wird das denn sein? Und was haben die so hübsch gemacht alles? Ein Estee Lauder Pure Color Envy
430 Rebel Red Lippenstift. Lippenstift vor allen Dingen. Der ist aber schön. Das ist so ein Rosenholzton. Also es ist ein Original Estee Lauder Lippenstift. Sieht sehr schön aus. Vor allen Dingen, das ist so ein Berryton. Also der gefällt mir wirklich gut. Finde ich total hübsch. Und hatten sie halt nochmal extra eingepackt. Dass man merkt schon, hier wurde sich Mühe gegeben. So, die 16. Hier unten, Türchen Nummer 16. So eine Miniaturwelt. Oh, Gucci Blume. Oh mein Gott, die habe ich noch nicht. Ist das hübsch. Parfumo di Fiori. 5 ml. Ein kleines Gucci. Oh nein, das ist der gelbe. Den kenne ich noch nicht. Ich tupfe mir den mal auf die Hand. Ich muss mal riechen. Oh, ich glaube, der riecht gut. Mal gucken, mal abwarten. Blumig. Blumig auf jeden Fall. Die hat man ja auch. Also ich habe die noch nie irgendwo drin gehabt. Das ist mega. In der 17 haben wir, oh, Step 2 von Sensai Creamy Soap. 30 ml. Also das ist ein recht großes Produkt sogar von Sensai. Also Silky Purifying Creamy Soap. Das ist ein Sample, not for sale. Weiß ich nicht, was da Schritt 1 dann wäre. Müsste man mal gucken. Ich glaube, das ist einfach ein Cleanser wahrscheinlich. Mit Anleitung sogar. Da kann man das auch lesen. Ja, es ist ein großes, also ein relativ großes Produkt von Sensai. Ich glaube, das ist nicht günstig. Ich weiß es aber nicht. Der Gucci-Duft riecht sehr gut. Und es geht weiter mit der 18. Hier haben wir was Schweres drin. Und zwar Dr. Barbour Lifting Collagen Peptid Booster Creme. Okay, krass. 15 ml. Also das ist eine relativ große Größe. 15 ml. Und die sieht irgendwie, also die ist auch so schwer. Die sieht so nobel aus. Collagen Peptide Booster mit 9,6% pflanzlichen Peptide-Komplex drin. Interessant. Auch noch nirgendwo gesehen. Ich finde, die haben hier jetzt mal in dieser Parfümerie echt Sachen drin, die man sonst nicht überall immer drin hat. Also andere Marken, ne? So, die 19. 19, also andere Produkte, sagen wir es mal so. Marken sind ja oft auch die gleichen, aber andere Produkte von diesen Marken. So. Dieser Gucci-Duft riecht richtig toll und ich habe nur ein Tröpfchen benutzt und das riecht richtig stark. In der 19, oh nein, Chanel Gabrielle ist hier drin, Essence, 5 ml. Ich glaube, der ist für Herren, gelle. Das ist ja süß. Oh Gott, ist das niedlich. Ganz, ganz, ganz hübsch, Leute. Ganz hübsch ist das kleine Ding von Chanel. So, die 20, die haben auch jedes Türchen wirklich gut ausgenutzt, muss man ja mal sagen. In der 20 haben wir 2 Produkte, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, also hier von diesem Déclaré ist eine Ampulle drin. Und zwar eine Hydro Balance Ampulle. Die ist hier nochmal versteckt. Und eine Déclaré Age Control Kollagen und Elastin Booster. So ein Filler Serum, 15 ml. Und das hier mache ich jetzt gerade mal auf. Ich will mir das nämlich mal angucken. Das ist so eine Ampulle von denen. Richtig viel ist hier drin. Ich weiß nicht, 2,5 ml. Liebe Ampullen und ich freue mich immer, wenn Ampullen irgendwo mit drin sind. Türchen Nummer 21. Ich musste gerade mal gucken. Oh, hier haben wir wieder 2 Produkte von Shiseido drin. Wie krass. Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Mask. So, wenn ich Namen falsch ausspreche, sorry Leute. Und das hier ist die Vital Perfection Uplifting Cream, Supreme Cream, 15 ml. Das Ding ist halt, die gönnen hier nicht nur Augenpatches, sondern die gönnen dabei noch eine Creme. Das finde ich so klasse. So, die 22. 22 ist hier. Relativ schwer, könnte eine Bodylotion sein oder so. Hier haben wir jetzt drin und zwar Body Essence Road and Bust Lifting Effect. Okay, ein Body Serum ist das. Das will ich gerade mal aufmachen. Boah, Leute, das ist ja krass, ne? Das ist so eine Körperessenz. Brust und Hals, also Brust, Hals und Dekolleté ist das, glaube ich, so wie ich das verstehe. Genau, seidigere Haut an Hals und Brust. Effektive, außergewöhnliche Lifting-Creme ist das, Leute. Bin ich mal gespannt. Teste ich gern mal aus. Die 23. In der 23 haben wir nochmal einen kleinen Chanel Nummer 5 Duft drin. 1,5 ml. Oh, ist das süß. Ist das eine Miniatur oder ist das, ich muss aufmachen, Miniatur? Oh nein, oh mein Gott, ist das hübsch. Die habe ich noch nicht. Leute, das ist eine Mini-Mini-Miniatur. 1,5 ml. Chanel Nummer 5. Sehr schön, sehr, sehr schön. Jetzt kommt die krasse 24, die ist so schwer. Ob hier ein Duft drin ist? Was wird hier drin sein? Nee.
Ich glaube, eine Creme ist hier drin. Sophie's Garden Creme Phytocellular 10 Milliliter. Alter, die ist richtig schwer. Die ist richtig schwer. 10 Milliliter, die kommt hier doch in so einem schweren Glas. Oh, guck mal, von Sophie's Garden. Sophie's Garden hatte ich, also Augenpatches, ne? Die hatte man mal öfters irgendwo mit drin in einem Kalender. Die sind richtig teuer und ich glaube, dass das Ding hier ultra teuer sein wird in 10 Milliliter. Ich kann es euch nicht sagen, aber das ist eine Lifting, nee, Phytocellular Lifting Creme wahrscheinlich. 10 Milliliter, richtig krass. Richtig, richtig krasse Creme. Ist auch kein Sample Not for Sale und kommt von Marlies Möller. Also, das ist aus der Schweiz eine Marke. Ihr Lieben, das war der Parfümerie Becker Adventskalender in der Deluxe-Variante. Was sagt ihr denn dazu für 99,99 €? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich finde auch diesen Kalender sehr gelungen. Ich finde den super schön. Hier sind so viele Sachen mit bei, wo ich denke, oh, das muss ich testen. Oh, das muss ich testen. Also, so richtig spannende Sachen und luxuriöse Sachen halt eben. Also, es sind auch alles keine Sachen, die ich mir dann wahrscheinlich, also das Einzige, was ich mir wahrscheinlich nachkaufen würde, ist das Rituals, weil es, glaube ich, noch mit am günstigsten hier ist. Ansonsten sind hier wirklich super teure, schöne Sachen mit drin. Also, ich denke, in den Täschchen sind ja auch noch die Sachen, die habe ich euch jetzt nicht wieder rausgeholt, aber das habt ihr ja gesehen. Ich denke, wenn man diese Sachen hier alle mal ausprobieren möchte, ist das ein super Kalender. So Preis-Leistung, glaube ich, braucht man hier gar nichts sagen. 99 €. Gibt es auf jeden Fall viel schlechtere Adventskalender. Ich finde den klasse. Ich finde den super. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 4 Duftminiaturen haben wir hier drin, ne? Ja, genau. Wir haben hier Lippenstift drin, wir haben Mascara hier drin, wir haben Creme, Shampoo, Conditioner, Handcreme, für die Lippen noch eine Pflege, Augenpatches, also Retinolserum, ein Nagellack, Dusche. Es ist wirklich ein schöner Kalender. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Würdet ihr euch diesen Kalender für 99 € kaufen? Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte bei der Entscheidung, ob ihr diesen Kalender braucht oder nicht. Weil ich weiß, ganz viele von euch überlegen sich das 20 Mal, ob sie einen Kalender brauchen oder nicht. Und dafür bin ich da und dafür ist die Claudi da, damit wir euch den Inhalt zeigen und ihr euch überlegen könnt, ob ihr den braucht oder nicht. Und wenn ihr euer Glück mal probieren wollt und auch einen gewinnen wollt, dann macht gerne mit bei dem Mini-Parfüm-Adventskalender von Parfümerie Becker, denn da verlose ich so einen Kalender komplett an euch. Da könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Ich verabschiede mich jetzt auch schon bei euch. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Schaut gerne alle 4 Videos und auch von der Claudi. Dann habt ihr so viel Input zu diesem Kalender und könnt euch vielleicht besser entscheiden, ob euch da 99 € wert wären oder nicht. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert doch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich würde mich riesig darüber freuen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.